Servus Leute und willkommen zurück zum Baustellensimulator. Nein, nicht Baustellensimulator, sondern nur Bausimulator in der Gold-Version zusammen mit Guten. Hallo. Falsche Version. Baustellensimulator war ja das andere Spiel, oder? Hat das so geheißen. So, der Guten holt gerade die Tore, dann sind die auch fertig. Ja, das Problem ist nur, die liegen da richtig gut drauf, aber der sagt mir, nö, geht nicht. Oh. Zum Festmachen. Du stehst auf der Seite Sprich. drüber. Nee. Ist alles eigentlich super. Okay. Stehst du hinten drüber? Ja. Lass mich Ich kurz. hab ja die ganzen hoch und hab die da reingestellt, weißt du? Britschenwagen mit Kran, oder? Ja. Warte, ich komm mal. Die, Ah, stimmt, so die gehen könnte nicht man die fixieren. festmachen. Die gehen nicht fixieren. Die habe ich beim. Aber ich glaube, die So, können jetzt eh sorry. nicht rutschen. Hab kurz weg, ne? Hab kurz mich muten müssen. Die habe ich beim. Da hat man ja einmal den Sportplatz machen müssen. Da habe ich die auch noch so draufgestellt. Die rutschen gar nicht. Ich würde nur Doch, nicht mit ich mach Vollgas in schon. die Kurve fahren. Wo fahrst du eigentlich gerade hin? Zur Baustelle. Okay. Das Navi zeigt auch einen blöden Weg an. Mir gerade auch. Rechts, fahr rechts. Da wird wahrscheinlich eine andere anvisiert sein. Ich sag den Weg einfach vor. Fahr rechts einmal. Und fahr über die Brücke vorne drüber. Ach, da hinten, ja, okay. Ich kenne den Weg ziemlich aus. Ich kenne die Map schon ziemlich auswendig. Ja, ich kenne die großen Wege eigentlich auch ziemlich gut. Warte mal, warte mal. Wo bist du da eigentlich jetzt gerade? Ja, links, du hast ja, gesagt, ich stimmt rechts schon, war. Links. Ich hab's jetzt nur gerade falsch gesehen gehabt. Dann fahr einfach außen vorbei. Also links hier? Ja, na geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, hier ist die Wandfabrik. Ja, ich weiß es. Jetzt fahr einfach da gerade drüber. Und da sind wir jetzt genau gleich. Pass auf, du musst schon bremsen. Na super, nieder. War da bei dir gerade wer am Zebrastreifen? Ja. Okay. Synchron. So, passt, dann würde ich sagen, springe ich aber runter mal. Meinst du, man kann sich in der Mitte stellen? Ja, ne? Müsste ich ausgehen, ja. Das Ding ist ja relativ lang gewesen. Sollte sich ausgehen, glaube ich schon. Ich bin da gerade am Durchspringen. Haben wir jetzt unten keine Zugmaschinen mehr stehen? Keine Ahnung. Oh ja, eine steht da. Wo waren wir eigentlich gerade vorher, wo ich AFK haben müssen? Ich habe keine Ahnung, was wir da gerade geredet gehabt haben, so richtig. Am Ende von der letzten Folge ging es auf jeden Fall noch um Technikkanäle. Nein, nein, jetzt gerade, wo ich nur ganz am Anfang. Ich wollte gerade irgendwas erzählen. Aber ich weiß nicht mehr was. Ah, das ist immer so nervig, wenn man rausgerissen wird, teilweise beim Raufnehmen. Ob man nachher nicht genau weiß, um was es genau gegangen ist. Blöde ist, ich weiß es auch nicht, weil du noch nicht mit dem Thema angefangen hast. Ja, ich habe gerade irgend zwei, drei Worte und dann habe ich schon gemutet. Es ist eh wurscht. Geht's halt um was anderes weiter. Du machst jetzt den Bauplatz fertig, dann würde ich fast vorschlagen, danach werden wir das Windkraftwerk fertig machen. Nee, ne? Was? Geht's sich nicht aus? Nee. Du kannst höchstens einen Mobilkran holen noch, wenn du willst. Aber es ist halt viel Aufwand. Ich glaube, du bist schneller, wenn du zurücksetzen tust. Passt keines, links und rechts nicht. Auch wenn vorne? Du den Hauptarm komplett ausfasst, nach unten gibst, den wie soll ich das erklären? Den starken, ja, der ganz nah am Führerhaus ist. Wenn du den ganz ausklappst, dass du auf die maximale Distanz kommst, dann geht es sich auch nicht aus. Probier's gerade. Ich glaube schon, dass sich das ausgehen müsste. Gerade haben so einen halben Meter gefehlt. So. Boah, ich habe jetzt die Windkraft, die vier Teile oder fünf Teile wieder abzuholen vom Stahlwerk. Oh, hab Glück. Hast du den Mobilkran versetzt? Beim Stahlwerk. Bei welchen? Achso, der ist noch gar nicht aufgebaut gewesen, den hast du erst aufbauen müssen, oder? Ja. Stimmt schon. Zugmaschine 1, so Tiefläufer, Zugmaschine 2.
So. Ja, jetzt haben wir dich von deinem Thema abgebracht. Ja, ich habe keine Ahnung, es ist jetzt aber nicht so tragisch. Letztens vorher mal über Technik für Babys und so weiter geredet, aber ich habe keine Ahnung um was. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich weiß nicht mehr. Hast du nachher weiter geredet, wo ich aufgehört habe ins Reden? Nee, ich habe Pause gemacht, weil ich stutzig war. Ja, keine Ahnung, halt. Ich weiß wirklich nicht, um was gegangen ist. Irgendwas. Dann hast du noch. Ah, ich weiß, was ich reden wollte. Ich wollte noch sagen, die komischen Tore habe ich auch damals nur so gefahren, ohne zu befestigen, weil die kippen mir nicht runter. Das wollte ich sagen. Jetzt weiß ich es wieder. Okay, das ist natürlich jetzt ein Thema, über das man eine Stunde reden kann. Kippende Tore. Da gibt es urcoole Fußballvideos, wo nachher Tore umkippen und so weiter. Das war bei irgendeinem. Weiß ich jetzt nicht. Was war denn das? In einem berühmten Spiel ist mal ein Tor umgefallen oder Genau, so, und dann ne? haben sie 5 Stunden, halt haben sie, glaube ich, weiß nicht, eine Stunde lang gebraucht, dass sie das Tor wieder raufgestellt haben, weil sie da erst Pfosten, halt so Holzpfosten besorgt haben, dass sie die reingesteckt haben. Und sie haben das nachher erst wieder komplett vermessen müssen, dass das ja konform ist und gleich ist. Und die Spieler einfach gesagt schon haben, die stellst es doch einfach auf, macht der Pfosten hinein und fertig. Und tut es da gar nicht so lange herum mit vermessen, weil es ist eh wurscht. Einmal sind wir 45 Minuten da und einmal sind die anderen 45 Minuten da. Halt, es ist Kopf zu Katscht. Der hat uns gesagt, dass wir für öffentliche Arbeiten demnächst häufiger herangezogen werden. Die Schule ist Für öffentliche fertig. Gebäude 50 der Vorarbeiter. Bauvorhaben komplett alleine abgeschlossen. Perfekt. Ein Haufen Erfahrungspunkte bekommen. Boah, die Boah, Tore hier, das sind aber Tore, da, wenn die Kinder da anfangen Fußball zu spielen, da wackelt nicht das Tor, da geht eher der Schädel kaputt, wenn du mal daneben ja, aber köpfst. halt solche Tore haben wir in den Parks und so weiter auch, halt in Ja, den meistens Schulen. welche mit Netz, nur das Netz ist dann halt nach ein paar Jahren, wenn das nicht gepflegt wird, Halt in der weg. Schule nicht, aber in den Parks und da ist so Ja, Stahltore. meistens einfach so ein Alubogen, weißt du? Okay. Ich habe da, glaube ich, ein Problem mit den Tiefladeranhängern. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Weil der steht über die Leitplanke drüber. Geil, der lässt sich nicht damit bewegen. Muss ich einen Bagger benutzen? Vielleicht geht's Wie mit dem weit sind wir Bagger. jetzt mit welchem Auftrag? Oh, Windkraft ist noch ein So, paar. ja, Windkraft. Du könntest jetzt eigentlich eh kurz kommen nochmal. Sonderaufträge ist jetzt nur die Brücke mehr da. Ich fahre die Pritsche jetzt noch eben zum Händler, Zum Hof. ihrem Gelände. Ja. Weil das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, ich will den zweiten blauen Tieflader holen. Nur der steht mit dem Ankupplungspunkt genau über einen Leitpfosten. Halt nicht über einen Leitpfosten, sondern über eine Leitplanke. Und ich kann da nicht ankuppeln. Ja. Jetzt weiß ich nicht, entweder ich muss ihn zurücksetzen. Oder ich habe keine Ahnung, wie man es machen kann. Ich probiere das jetzt mit Bagger mal weg zu. Ist nicht zu tauchen, aber der steht komplett fest. Der steht komplett fest. Kannst auch nichts dagegen fahren und so weiter. Musst du zurücksetzen oder was? Ja, ich glaube schon, aber ich weiß nicht welche. Das ist ja das Problem. Du kannst ja über das Reinspringen ausprobieren. Na, in einem Tieflader ohne Zugmaschine. Ja, kann man, muss man nicht. Könnte man probieren, oder? Die bewegt sich keinen Millimeter. Scheiße. Wie macht man das? Ja, ich muss einfach zurücksetzen. Oh ja, nein, man sieht ja den Tieflader ja nicht einmal, welcher das ist. Oh ja, warte mal, wenn ich daher gehe. Na, das sieht man auch nur. Tieflader, Zugmaschine, Spezialtransportaufleger. Ja, dann setzen wir einfach mal zurück. Ich glaube, Ah, die jetzt müssen. angekuppelten kann man sowieso nicht zurücksetzen. Okay. So, Ich habe keine Ahnung. den richtigen habe ich zurückgesetzt, ein Wahnsinn. Jetzt fahren wir halt wieder mit der Zugmaschine, was ich gerade abgeholt habe von unserem Hof. Fahren wir wieder zurück zum Hof. Obwohl, nein, das machen wir jetzt nicht. Da mache ich jetzt mal so eine Gratis-Taxi-Tour. Wir müssen gleich eh noch den riesen Kran holen, ne? Den müssen wir auch noch holen, ja. Obwohl, den könnte ich jetzt gleich einmal ein Teil aufladen. Achso, nein, wir haben ja kein Mobilkran da. Brauchen einfach noch 10 Mobilkräne, die Dinger sind Ich eh. kann nichts kaufen, das ist das Problem hier.
Weil ich keine. Außer ich verkaufe den kleinen Immer diese Anhänger. Luxusprobleme. Was ist, wenn ich den kleinen Anhänger verkaufe? Bei dem braucht ich kein Schwein. Das werde ich jetzt machen. So, ich werde den kleinen Anhänger Hast du verkaufen. überhaupt noch den Mini-Bagger? Ja, habe ich auch noch. Bringt ja auch nichts mehr, ne? Ja, manchmal braucht man, wenn man neuer ran muss, irgendwo, den will ich nicht hergeben. So gut. Halt, da Dann musst du vertraue ich den nicht. halt demnächst auf den großen Tieflader So. transportieren. Ja, irgendwie halt. So, den kleinen. Nein, den wollte ich. Ach so, ich muss zum Händler. Fährst du mal den Tieflader zum Stahlwerk, der am Hof steht? Ja, kann ich gleich machen. Ich habe gerade schon einen Windradteil aufgeladen. Okay, dann bist du dort. Ich schaue mal kurz zum Geschäft. Firmengelände, Firmengelände. Boah, ich glaube, Fahrzeughändlerstadt, da ist er. Wir sind gerade komplett planlos in dem Bad irgendwie, kommen wir so vor. Och, Quatsch. Wir sind schon produktiv. Findest. Ja, also ich bin produktiv. Irgendwie bin ich aus dem Start. Boah, Fahrzeuge ist im Startfuhrpark können nicht verkauft werden. War so klar irgendwie. Ach stimmt, der war ja sogar dem. Was war denn das erste, was man kaufen musste? Die große Pritsche, ne? Nein, die kleine Pritsche. Die musste man noch kaufen? War das nicht Anhänger, Bagger, kleine Pritsche am Start? Kleiner Bagger, Anhänger. Stimmt, Sonst kleine kannst du ja nichts Pritsche. Ja, sonst kannst du transportieren. nichts machen. Stimmt. Das bedeutet, man hat kaufen müssen nachher erst. Das erste Fahrzeug, was war das irgendwie? Und Ich in die glaube, kleine das. Pritsche kannst du auch Erde reintun, ne? Ja, weil die ja Kipper ist. Ja, das waren noch Zeiten damals. Weiß noch, dann habe ich ihr das irgendwann ausprobiert, ob es auch bei der großen geht. Da geht nichts. Dann müsste man die halt ein bisschen Du verumrüsten. kannst eigentlich den nächsten Windradteil hier auch noch drauf nehmen. Auf den Haken. Weil ich bin gleich bei dir. Ja, ich hab jetzt das erste Teil gleich an Windrad. Ach so, da brauchen wir aber den Mobilkran von vorne, müssen wir dann zurückfahren noch. Weil wir brauchen nachher auch noch den Mobilkran kurz am Hof, dass wir den großen Raupenkran aufladen können. Ja, Mobilkran-Knappheit, würde ich Jetzt sagen. wird es gerade ein bisschen kompliziert. Sonst mach du mal. Bist du jetzt da? Ja, gerade Okay. reingesprungen. Dann springe ich in den anderen Mobilkran derweil rein und stell den derweil auf. So. Finde es auch eigentlich schade, dass die hier keinen eigenen Kran haben. So einen Portalkran, oder? Wäre Ja, cool, irgendwie sowas. dass du einfach rein dich setzen kannst und dann so, dass du, weiß nicht, den Auflieger auch ein bisschen genauer positionieren musst. Weiß nicht, irgendwo rückwärts reinschieben oder so. Normalerweise hast du ja nirgends so viel Platz. Ja, das ist schon Platzverschwendung hier. So, jetzt bin ich Und gespannt, wie ihr den. normalerweise kostet so ein Quadratmeter halt auch Geld, ne? Das stimmt, ja. So, ich überlege nur gerade, wo ich den Mobilkran gleich aufstelle, dass ich ihn nachher stehen lassen kann. Ich glaube, ich lasse ihn da so, stelle ihn da so auf. Stützen müssen ausgefahren sein. Ich weiß es. So. Na, heb dich auf. Ich finde es ja auch so genial, wie schnell der Mobilkran den Auslieger ausfährt, aber wie langsam im Endeffekt der hochgeht. Halt, was so Ja. komplett irgendwie ist. Ja, ich arbeite immer lieber mit dem Ausziehen als mit allen anderen. Weil normalerweise kannst du den ja auch richtig nur benutzen, wenn du den relativ weit nach oben hast. Ja. Du ziehst den ja normalerweise nach oben aus und Ja. arbeitest dann damit. Weil sonst hast du das Problem, dass das mit der Tragkraft ja komplett verkehrt ist. Ja, sonst arbeitest du halt irgendwie in 100 Meter Entfernung am langen Arm, ne? Ja, was den Urwinkel. Das würde keiner mitmachen. Da kannst du noch so viel Gegenballast haben. Upp. Und du hast ja da nahezu bei den Mobilkränen ja nicht so viel, weil das sind ja unter 40 Tonnen. In echt. Sogar manchmal, okay, manchmal haben sie mehr, dann geben sie noch extra nachher mit irgendeinem, kommen jetzt noch mit einem Tieflader her und laden noch einmal auf. Warte, ich fahr den einen gleich weg, kannst du gleich herfahren. Gib schon Gas. Das haben sie bei uns in der Gasse, haben sie auch ein Haus renoviert. Und haben sie auch so einen Mobilkran 2 Wochen lang stehen gehabt. Obwohl ich mir gedacht habe, das wäre ja schon fast sinnvoll gewesen, einen ganz normalen Kran sich aufzustellen lassen, weil die sind ja meistens kostengünstiger als die Mobilkräne.
Und haben sie auch nach dem dritten Tag oder sowas, haben sie dann auch Aber immer noch dauert so. halt einen Tag oder so, oder ja, kommt ja immer auf den Kran an, wie groß der ist. Ja. Aber dauert halt auch eine Zeit, den aufzubauen. Ja, aber das geht relativ flott. Ja, kommt auf die Krangröße an. Und da Gibt haben ja auch sie diese auch kleinen, ohne oben irgendwie Kabine. ein Steuerhäuschen Ja, und so, sondern ne? nur Und Ausleger wenn die dann drauf. nur so 15 Meter sind oder so, halt für so ganz normale Wohnhäuser, die kannst du, glaube ich, ziemlich schnell Ja, aufbauen. da gibt es ja auch so fertige, was einfach nur ein großes Element ist, was du hochziehst nachher. Da wo so ungefähr wie beim Drehbohrkran, bei den Drehbohrgerät. Da gibt es ja auch, dass du einfach nur hochziehst und fertig. Und das war's dann. Und haben sie auch am, weiß nicht, vierten oder fünften Tag noch zusätzliche Gewichte bekommen, weil er angeblich irgendwie auf die Leistungsgrenze gegangen ist, weil der Krank gesagt hat, da ist zu wenig Gegengewicht. Weil das muss er ja einstellen Ich finde auch sozusagen. irgendwie, fällt mir gerade noch ein, obwohl der Part fast um ist. Ich fand den Kran immer ein bisschen merkwürdig, den die bei Goldrausch hatten. Den Kran bei Goldrausch. Für die Dredge. Ah, ja, ich weiß nicht, die haben überhaupt. Das Das ist ist aber. sowieso so ein typisch amerikanischer Ich wollte gerade Kran sagen, das ist so irgendwie. typisch amerikanisch halt einfach. Die haben lauter so komisches Zeug. Halt egal Halt nicht was. besonders hoch und irgendwie komisch. Halt bei uns in Europa ist es meistens viel moderner teilweise, als was die für Zeug oder für Klumpert teilweise haben. Ja, die benutzen halt Zeug auch teilweise, glaube ich, viel länger einfach. Ja, keine Ahnung. Wobei die Amerikaner ja generell eigentlich mal ein Freund davon sind, alles zu leasen. Wir sind Sachen nur die Hoffmans, ne? Das ist überhaupt das Lustigste über die. So, Aber ich aber glaube, du hast. jetzt sind sie, glaube ich, so langsam auf dem richtigen Kurs. Ja, jetzt wissen sie mal, was zu tun ist. Halt, jetzt Ja, haben im sie ein bisschen Endeffekt Ahnung hätten die davon. wahrscheinlich auch damals, als sie nach Afrika gegangen sind, im Klondike bleiben sollen und Wäre hätten da sinnvoller wahrscheinlich gewesen. noch ordentlich Geld gemacht. Das Problem ist, du kannst halt Klondike nicht mit Afrika vergleichen, vom Schürfgrund her. Halt auch vom Material und so weiter, was du schürfen musst. Und deswegen haben sie da einfach Und ganz komplett ehrlich, wenn das da fehlgeschlagen. so einfach wäre, wären die nicht die Ersten gewesen, die das so groß da machen. Genau. So, du hast es aber vorher schon angesprochen. Wir sind am Ende für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Part vom Bausimulator in der Gold-Version. Tschüss dann! Tschüss.